Also wieder bei Tales of Hearts Air. Beim letzten Mal haben wir hier Blancheville, das Heimatdorf von Beryl, erreicht. Nach heiligen Problemen haben wir jetzt noch mehr Probleme. Corco geht zwar wieder gut, aber allen anderen Dorfbewohnern geht's nicht so toll, weil irgendwo eine Spirit anscheinend so ein bisschen eingenommen wurde. Gerade hier bin, kann ich mal eben mal speichern. Und ja, die müssen wir jetzt erstmal finden. Die ist dann wahrscheinlich hier drin. Hui.山の上の景色だ。これもアラゴ師匠が描いたのか。違う。これはあいつ、シンハラベニトの最後の絵だよ。僕が赤ん坊の頃、家族を捨てたあいつがフラッと帰ってきて、無言でこの絵を描き上げたんだ。あいつはその直後に死んだんだってさ。ここに描かれている女性は誰かしら。フランマは成長した僕の姿だっていうけど。描いた絵に スピリアが宿ると言われた天才シンハラベニトの遺作か。ですが、スピルメイズを作るほどのスピリアを絵画に込めるなんて、クオートにも不可能ですわ。僕だってあんな奴の絵にスピリアが宿ってるなんて認めたくないよ。だからずっとこのアトリエにも入らなかった。でも悔しいけど、この絵には何かがあるって感じるんだ。 Schöne Bilder. Na dann. Machen wir jetzt Spirulink mit einem Bild. Oh, aber was Neues. Spirulink 完了. Eni Spirulink ができるなんて. まさか. Yodanしないで. ゼロムがいるよ. Jetzt darf ich sie wahrscheinlich erstmal wieder ins Team schmeißen, nachdem sie gerade rausgeflogen ist. Okay, dann schauen wir uns nochmal hier drin ein bisschen um. Jetzt habe ich im Endeffekt doch nicht eingekauft, aber... Ist da hinten rechts noch was? Ich habe keine Ahnung. Jetzt beginnt erstmal wieder das große Suchen. Da ist noch was... Also können sie einfach alle schön geradlinig sein, dann finde ich alle meine Sachen und bin glücklich. Das Gefühl, da geht's weiter. Also drehen wir nochmal um. Der Teleporter sah zumindest anders aus als die anderen Teleporter. Mal sehen, was haben wir hier für neue Gegner vielleicht? Quetschlilie. Ja, die ist neu aus. Beryl, wollen mir gerade nicht einfallen. Greif doch nicht direkt an. Du hast deine wunderschöne Magie. Moment, du. Didadüdü. Ja, ich muss dir wieder so ein paar Sachen anmachen. Ich habe ja letztens so ein bisschen was weggemacht. Ja, okay. Huch, ist mich umgehauen. Das sah schön aus. Ich bin tot. Ich sollte vielleicht manchmal ein kleines bisschen besser aufpassen. Die Dinger machen aber auch den Schaden. Ja, die machen echt einen Schaden. Und ich komme mit der Heilung nicht hinterher. Also nicht ich bin nicht mit der Heilung, sondern die anderen mit der Heilung. 1000 KP Schaden, also ich bitte dich, Spiel. ja, das hat gut geheilt. 1000 KP. Meine Güte, das ist schon gut und gerne ein Viertel ungefähr. Von dem, was ich habe. Das ist schon so ein bisschen hart. Wo bin ich jetzt schon wieder? Moment. Nee, ich dachte, ich wäre irgendwo in der Nähe von... Ich bin am Anfang. Okay. Hätten wir das schon mal gefunden. Ach, noch mehr. Nee, danke. Gegen die möchte ich nicht kämpfen. Die sind mir zu nervig. Habe ich so ein paar Mischgummis da?
Nochmal eins. Ja, aber eigentlich müsste ich schon noch ein bisschen kämpfen. Okay, jetzt waren wir hier, da. Ich glaube, da war ich noch nicht. Doch. Dann war ich da nicht. Ja. Mal schauen. Da ist noch eine Truhe. Also, wenn man sowas Truhe nennen möchte. Dann bin ich jetzt wieder hier. Moment, war ich hier nicht schon mal? So, hier wieder neue Gegner. Aber auch alle ziemlich viel Schaden. So, probieren wir mal was aus. So. Ja, doch, es hält ja ziemlich lange. Ich merke gerade, ich verbrauche aber gar keine TP dabei bei den Angriffen. Kann die einfach alle schön in Folge machen. Irgendwie habe ich da meinen Mystic Art verkackt, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Nee, aber das war echt gar nicht mal so doof, das einfach mal so ein bisschen auszunutzen. Eigentlich habe ich nicht geblockt, sondern habe weiter angegriffen. Aber ich wollte blocken. Genau wie das. Blablabla, sehr gut. Mach das hier. Wie bist du eigentlich? Boah, offensiv klingt gut. Nur Zauberarzt klingt auch sehr gut. Kann sie einfach zaubern, was sie möchte. Ja, jetzt komme ich wieder woanders raus. Okay. Gut, dann kann ich jetzt auch den richtigen Weg mal nehmen. Wenn es nur ein paar Gummis waren, die jetzt im Endeffekt hier waren, aber will ich auch nicht liegen lassen, ne? Ach, da vorne, ach, also wieder mit diesen Fallen. Also, in Anführungsstrichen Fallen, aber. Ist das Ding? Ja, das Ding ist auch neu. Also, wenn da neue Gegner dabei sind, werde ich auf jeden Fall gegen die kämpfen. Zack. So, und raus. Ja, das könnte ich vielleicht allerhöchstens noch ein bisschen länger ausnutzen. Aber, naja. Autsch. Irgendwie ist Gall der Einzige, der hier irgendwie KP und TP verliert. Alle anderen schaffen es echt ihre TP. Au. Wie hole ich gerade auf dem Menü? Ja, ist ja gut. Müssen wir jetzt nicht beide wie aufs Maul hauen. In die Attacke reingesprungen. Gall ist hier gleich kaputt. Zumindest keinen Schaden gemacht. Weil ich Glück hatte. Gall kaputt. Der hat aber verdammt lange noch durchgehalten, dafür, dass er nur noch... Okay. Sind irgendwelche von diesen Quetschlinien im Kampf, werde ich nicht gegen die kämpfen. Die sind nur mehr als nervig. Machen dauerhaft riesen Schaden und hauen mich nur um. Ich verstehe schon, warum der keine TP hat, so wie der hier gerade angreift. So, das halte ich nämlich ziemlich gut. Ja, ich merke schon, Gall ist nicht unbedingt der Beste. Oh, das portet mich automatisch weg. Ah. Okay. Wobei, aber dann schaltet es sich ab. Ah, okay, das ist interessant. Das heißt, tritt drauf, zack, wieder zurück. Da hinten sehe ich einen Ausgang. Jetzt möchte ich aber gucken, was hier unten links in der Ecke wäre. Unten rechts in der Ecke, meine ich. Eigentlich unter mir in der Ecke. Aber dadurch, dass der Weg jetzt wieder nach links weitergeht... nein, Moment. Sind die? Nein, die sind nicht neu. Dadurch, dass der Weg jetzt eh wieder nach links weitergeht... naja. Wollte jetzt eigentlich gerade durchhingehauen. Da war keiner mehr von uns. Wie meint die Richtung? Ist nochmal was. Da unten kommen wir gerade her. Das heißt, der einzige Weg ist der hier. In den ich erst einmal reinlaufen muss, um das zu deaktivieren.
Und danach noch einmal, um durchzukommen. Okay, keine Quetschlinien, ich kann mich schützen. Ich werde mich da gerade weghauen. Das hat verdammt viel Schaden gemacht. Also eigentlich ist ja Barrel darauf eingestellt, nur Zauberarzt zu machen. Und ich frage mich trotzdem, was sie ständig hier irgendwo hier vorne macht. Das war eigentlich geplant, aber nehme ich auch. So, und jetzt? Wo war das denn? Boah, hat das geheilt. Mädchenparfait. Es geht los, Leute. Hier kommt mein supergeiles Parfait. Stimmt was nicht damit? Nein, sieht super aus, aber ist das nicht eher ein Mädchending? Schon komisch, dass die Spezialität von so einem alten Knacker sein soll. Genau. Ihr könnt ja alle zur Hölle scheren. Das ist wirklich lecker. Ist total bezaubernd, ehrlich. Wenigstens eine, die meinen ordentlichen Nachtisch zu würdigen weiß. Magst du noch als Ines? Es wäre entzückend. Hey, das kannst du nicht alles Ines geben. Ich will auch eins probieren. Was? Du willst doch nicht etwa einen Mädchen-Nachtisch essen, den ein alter Knacker gemacht hat. Naja, ich mach nur Spaß. Nimm so viel du willst. Hau an, damit du so groß und stark bist und wie die nicht ganz so kleine Dame da. Sehr gut. Das hat aber echt einiges geheilt. Was ist das? Achso, das ist ein normaler Teleporter. Das war aber gerade gar nicht mal so doof, die so zu machen, weil so komme ich jetzt da durch. Ich glaube aber, meinen nächsten Bürgerschub hebe ich mir so ein bisschen auf für den Boss. Also, für den Boss, von dem ich davon ausgehe, dass hier einer gleich kommt. So. Was macht ihr beiden da hinten eigentlich? Ah! Zack. Abgeblockt. Und noch einmal. Nein, aua. Da wollte ich den ersten abblocken, dann hat mich der zweite schon vorher erwischt. Das war ein bisschen ungünstig. Ja, aber dieses Obstparfait, das kostet nicht mal so viel. Also es sind 6 Früchte, von denen ich 15 Stück habe. Und das ist halt gefühlt meine TP bis auf Maximum. Das ist ziemlich cool. Wow. Gleich 4 von denen. Wait. Was ist das? Beginne Substanzanalyse. Es scheint auf Zauberenergie zu reagieren. Ich empfehle den Ring des Hexers einzusetzen. Ah! Schlussfolgerung, dieses Gerät kann für die Aktivierung und Deaktivierung von Leitkreisen verwendet werden. Achte darauf, welche Kreise aktiv sind und welche nicht, wenn du es verwendest. Danke, Kunzeit. In Ordnung, legen wir los. Okay, wenn ich mich jetzt da so ein bisschen durchkämpfen muss, dann benutze ich doch einen heiligen Trank. Dann kann ich mir das hier in Ruhe anschauen. Nee, Moment. Ich möchte jetzt hier keine Mischgummis wegwerfen. Nimm du eins und nimm du noch eins. So. Moment. Okay, ich sehe schon, was ich machen muss. Ah, hier kann ich ihn nochmal umstellen. Moment, dann machen wir es mal. Ich hab beinahe da reingelaufen. So, einmal drauf. Kann ich in das nächste Monster reinlaufen? Wir lassen es jetzt erstmal mit den Kämpfen. Ich denke mal, wir haben jetzt hier drin wieder ein bisschen gekämpft. Jetzt würde ich gerne da dieses Rätsel doch versuchen, halbwegs zu lösen. So, was passiert, wenn ich jetzt hier reingehe? Komme ich da oben wieder raus? Das ist schon mal gut. Damit komme ich bis zu dem... wie machen wir das denn jetzt am besten? Nee, der portet mich dann sofort wieder. Ganz an den Anfang. Oh, Moment. Ich sehe jetzt erst, dass da so ein Stein davor steht. Dann können wir das ja doch relativ leicht lösen. Moment, dann habe ich sogar jetzt eine gute Idee, wie ich da schön durchkomme. Wobei, nee, das wird auch nicht funktionieren, weil sobald ich dann drauf trete, um dann zurückgeportet zu werden, ist der ja auch aus. Machen wir erstmal das nochmal.
Wobei, der geht dann aus, wenn ich jetzt da drauf trete. Alle anderen sind dann an. Das heißt, es bringt mir wiederum auch nichts. Wir müssen mal so. Jetzt ist nur der eine dort nicht an. Das ist gut. Den kann ich nämlich ausschalten, indem ich darauf zurücktrete. Ich bin mal gespannt, wofür ich das alles jetzt hier mache. Mal gucken, ob es sich überhaupt lohnt. So. Machen wir einmal so. Genau, und jetzt? Hat mir das irgendwie nicht wirklich was gebracht. Nein. Nicht so ganz. Okay, versuchen wir das nochmal anders. Was ich mal versuchen könnte, wäre einfach mal den Teleporter da, um den anderen zu nehmen. Weil dann komme ich ja eh wieder in die Mitte. Ich bin auch doof, ne? Wenn ich hier oben den Teleporter nehme, komme ich doch wahrscheinlich genau da unten hin, oder? Ja. Irgendwie war das schon so ein bisschen blöd, was ich da gemacht habe, aber gut. Sind wir zumindest doch noch auf die Lösung gekommen. Es hätte viel einfacher gehen können, aber nehme ich auch hin. Wir haben einen Steinbann bekommen. Soll das bedeuten, unsere nächsten Gegner können uns versteinern? Nein, heiliger Trank. Ich würde jetzt einfach mal sowas interpretieren. Und behalte meinen Spiria-Ring. Ah, es geht auch. Moment, das ist ein Teleporter, oder? Ja, das ist ein Teleporter. Huch, was ist da unten alles? So, machen wir es so. Und einmal umstellen. Ach, der erste ist auch noch anders. Ja gut. Den ersten komme ich jetzt sowieso drauf. Das heißt, ich werde wieder zurückgeportet. Oh, passt. Monster, bitte. Lass mich doch hier mal in Ruhe mein Rätsel lösen. Das finde ich ist ein cooles Rätsel. Es ist nicht so einfach dieses doofe Durchlaufen. Einfach so. So, jetzt muss ich mal gucken. So. Jetzt ist nur der da an. Ihm hat das aber auch wieder mal nicht viel gebracht. Wenn ich mal an der Stelle zurückgeportet werde. Wobei, Moment. Ich habe eine Idee. Doch, 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 das funktioniert. Ich ziehe quasi das Ding immer weiter nach hinten. Und kann jetzt beim nächsten Mal einfach durchlaufen. So, jetzt sind die nämlich alle aus. Ja. Hat doch gut geklappt. Jetzt wieder irgendwie so ein geheimes Teil und das habe ich nicht gesehen und ich darf wieder am Anfang nochmal. Weil wenn ich jetzt an den Anfang zurückgeschmissen wäre, das ist nicht schlimm, weil ich kann dann eh einfach alle zusammen ausschalten. Ich mag diese Quetschlinie nicht. Sind nervig. Ew. Ich sehe gerade, Gerald hat schon ein bisschen was abbekommen. Dann einmal ab nach unten wahrscheinlich. Oder da rechts rüber, wie auch immer, irgendwo hin. So, mal gucken, wo mich das wieder hinbringt. Einen Anfang wieder? Ja, natürlich an den Anfang. Wohin denn sonst? Was ist jetzt eigentlich damit? Ah! Okay, gut zu wissen. Das ist dann vielleicht noch ein kleines bisschen nervig, wenn ich dann bei jedem von diesen Dingern wieder ganz an den Anfang komme. Das ist vielleicht ein kleines bisschen unnötig, aber was soll's. Wow, geil. Wow. Läufst nach vorne, kriegst aufs Maul und bist erstmal wieder auf ein Drittel deiner KP runter. Da unten sehe ich schon Speicherpunkt und den nächsten Teleporter. Das heißt, allzu lange wird es auch nicht mehr dauern. So. Was haben wir jetzt hier? Machen wir das mal wieder zurück. Erstmal, ich habe gar nicht gesehen, dass da direkt vor mir wieder eins war. So. Die. Bringen mir nichts. Okay, die bringen mir schon mal nichts. So wirklich.
Ich könnte sogar schon fast durchlaufen. Das Ding da ganz am Ende vermiest es mir gerade nur so ein bisschen. Moment, nein, tut es gar nicht. Ha, 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 ha. Ich habe was Schönes gesehen. Zack. Und damit kann ich durch. Ach Spiel, du bist so gemein, weißt du das? Du bist so gemein. Wie du mich da lockst. Ui. Nee, dann doch lieber nicht. Na, wobei... Für die paar KP... Ach, Spiel. Du bist so mies. Ach, ich darf wenigstens hier wieder anfangen. Ach, das ist gut. So, dann wieder das umschalten. Okay, ich habe nichts gesagt. Das Spiel ist doch ganz nett. Das habe ich wenigstens da wieder rausgelassen. Okay. Dann speichern wir nochmal. Und schauen mal. Kann man das? Nee, das kann man nicht. Finden wir jetzt den Opa? スピリアを宿すほどの絵か。ベリルのおじいさんは一体どんな思いをあの絵に込めたのかな。機械人の自分にすらあの絵が宿す強いスピリアは理解できる。家族に関心を持たない冷たいスピリアさん。違うのよ。新原先生は先代の皇帝にずっと幽閉されていて帰ることができなかったのよ。なんだよそれ。そんな話信じないよ。 Okay. Legen wir los. Süß Nelke. Müssen wir erstmal eine magische Lupe auf das Ding? 1000. Schwach gegen Erde. Okay. Yo. Ich habe sogar 66 Schaden genommen. Darf ich jetzt auch mal was machen? Ah, da ist schon. Da ist es ja schon. Huch. Au. Ich würde eigentlich gerne den Spirit schon mal mit. Ach, da haben wir unsere Versteinerung. Mit Barrel machen. Ich möchte nämlich da gerne mal was ausprobieren. Oh, ich merke gerade... Hisui, was machst du da auf dem Boden? Da gehörst du nicht hin. Au. Das Ding ist böse, so ein bisschen magiemäßig. Wir haben aber fast alle tot sind hier. So. Probieren wir mal was aus. Mach du mal erstmal hier einen Trank. Das war jetzt sogar 2-1. So, ich möchte jetzt gerne mal was ausprobieren. Und zwar... Wenn ich mehrere Magie... Ob ich dann ganz viel Magie hintereinander machen kann. Wenn ich da den Spiria-Schub mache. Immer noch eins. Hier, Funkenwelle. Wie schnell sie Magie macht. Und Mystic Art. Ich habe es wenigstens ein kleines bisschen was ausgenutzt. Es hat auf jeden Fall... Also ich glaube, es hat auf jeden Fall sehr viel schneller gecastet. Und wechseln wir zurück zu ihm. Au. Für mich, weil dieses Schutzschild getötet hat, ne? Ja. Hab ich? Erdarzt? Macht viel Schaden. Dieses Schutzschild nervt.
kann ihn bitte mal... Du da. Beleb mal unseren lieben... Gall wieder. Da. Ah, ich bin verwirrt. So, jetzt haben wir ihn endlich mal wieder. Und jetzt wieder nicht mehr. Ach, guck mal, du kannst auch mal Nurse machen. Immerhin. Bleib doch nicht weg. Ich will dich doch nur töten. Nein, 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 das machst du nicht. Was auch immer du gerade machen wolltest. Hör auf damit. Aua. Ich will wieder irgendwas mit Magie machen? Nee. Diese Laser von denen. Das Ding ist nicht nur schnell. Er macht diese doofen Laser die ganze Zeit und ich will nicht noch weglaufen. So, einfach ganz viel schnell Schaden machen. Irgendwie habe ich ihn nicht so ganz erwischt am Ende. Ich habe die ganze Zeit auch gewartet, dass ich jemanden da für einen schönen kleinen Special verwenden kann. Aber es wollte irgendwie nicht jemand. Eigentlich könnte ich schon drauf machen, dass sie nur Stalagmite macht, aber... Ach, du kannst das auch. Ich sehe gerade, wir sind schon beim Spirit Schub schon wieder... Moment, du kommst auf mich zu. Wir sind beim Spirit Schub schon wieder auf... Nein. Ich habe das Gefühl, es könnte nicht so toll ausgehen. Moment. Hören wir mal auf damit. Ich mache das jetzt einfach die ganze Zeit. Das hält ihn zumindest an. Sieht sehr interessant aus, ein bisschen. Du kannst währenddessen mal wiederbeleben. Weil das hält ihn gerade echt gut auf. Und da hat jemand gemeint, das müsste gerade sich das vom Layout jetzt auf Xillia auch doch recht ähnlich. So vor allem gegen Ende. Ja, es hat wirklich so ein bisschen was. So, und du machst jetzt bitte einfach mal ganz viel Krankenschwester. Ha! Gut, dass ich gerade noch im Menü war und dass ich schneller reagieren konnte. So, habe ich nicht irgendwie... Nee, nicht einfach mal hier... Shortcuts. Auf unten. Mach mal bitte jetzt einfach Krankenschwester nochmal. Ich bin ein bisschen verwirrt. So. Gib dir mal ein... Ananas? Ja, Ananas-Gummi. Gib ihm das mal, dann kann er hier mit meinen Kombos ein bisschen mithalten. 13.000 noch. Eieiei. So, lass aber direkt wieder Krankenschwester machen. Ich werde es wahrscheinlich brauchen. Und der castet das eh relativ schnell. So, du gibst dir selbst jetzt aber auch mal einen Ananas-Gummi. Kannst du nämlich mit deiner Magie weitermachen. Ist einfach direkt so. Einfach um ihn festzuhalten. Nein. Der Gegner haut echt schon ziemlich gut rein. Vielleicht sollte ich echt irgendwann mal so ein bisschen trainieren. Aber hey, wir haben es geschafft. Ja, ne? Alle Level up. Vielleicht sollte ich wirklich ab und zu mal so ein bisschen trainieren. 30 Treffer, was hat denn noch viel gegeben? Verfolgerlink, Todesstoß, Mystic Art, schwaches Element, ja. Vielleicht trainiere ich wirklich. 84? Habe ich 2 Level-Ups bekommen, oder wie? Gut. Gut. どんどん強くなってる。おや。けどこれで村のデスピリビオもおさまるはずさ。何?ゼロモが。まだ動く?危ない!怖く!ビリル!怖く!ありがとう、ベリル。危なかった。ベリル、よく気づいたな。だって声が教えてくれたじゃないか。あの声聞こえなかったの?理解不能。
我々以外の音声は検知していない。そんな、この声は、この声は、あんたなの？なんで、なんで今さらそんなこと言うんだよ！フランパー！ベリル！どういうこと？わかりません。でも、まさか、絵に込められた新原先生の思いが、ベリルと私たちを守ってくれと。うん、きっとそうなんだよ。ありがとう、ベリルのじいちゃん。グランパ。絵に宿るスピリア、絵の中のおじい様はありがとうと言われたのではないですか。なんでわかったの。この絵を見ればわかりますわ。自分の夢を支えてくれた家族と故郷への愛情にあふれています。マクマクク、グランマ、ベルル、元に戻ったんだね。ああ、村のみんなも無事だよ。皆さん、村を救ってくれてありがとうな。すべてベリルの起点のおかげだ。彼女がいなければゼロムの発見は不可能だった。僕がいれば心配ないや。これからは僕が村とグランマを守るからね。ねえ、ベリル、本当にそれでいいの？グランマ、ごめん。僕、やっぱりみんなと一緒に行きたい。行けばいいさね。大事なお友達なんだろ。グランマのことは何も心配いらんでな。グランマ、でもさ、絵しか描けないような僕が本当にみんなと一緒に行っていいの？ベリルだから一緒に来てほしいんだよ。え？ベリルだから一緒に来てほしいんだよ。琥珀！あのね、僕ずっと誰かにそう言ってほしかったんだよ。新原ベニトの孫じゃない、ベリル・ベニトとして、僕として、そう言って欲しかったんだよ。そんなの最初から言ってたよ。ありがとう、琥珀、ありがとう。さあ、ベリル、行っておいで。でもグランマ、本当にいいの？いいんだよ。グランマは大昔、グランパにも同じことを言ったけど、一度も後悔しなかったよ。あんたやグランパが夢を叶えることが、グランマの夢だからね。今のあんたの夢は、あの子たちと一緒に行くことなんだろ。グランマは、強いね。そうさ。そして、あんたはそんなグランマの孫なんだよ。頑張りな、ベリル。うん、行ってきます、グランマ。Perils Kumpeline und Kohakus Kumpeline. Sehr schön. 遅いな、変な帽子のやつ。何グズグズしてんだろう。いいじゃねえか。別れを惜しむ時間くらい待ってやろうや。本当に別れが惜しくなって来ないんじゃねえだろうな。そんなことないよ。ベリルは絶対私たちと一緒に来てくれる。待ってられんな。せめて私だけでも先遣隊として先に行こう。待てなんだよ、白状なやつだな。別に置いていこうとしたわけではない。ただ私は先遣隊として先に。やっぱり先に行こうとしたんじゃないか。僕を置いていくなんておこがましいんだよ。ちょっと変な帽子、隊長に何するのさ。白状もの。その絵の具しばらく落ちないよ。これいや、男前が台無しだ。カルセドニー、これからはベリルにもっと優しくしてやれよ。慣れ慣れしいのは好きじゃないと言っているだろう。ベリル、ずっと一緒だよ。僕の相馬がリンクした。とうとうベリルまでリンク仲間かよ。
なんで俺はまだなんだ？ひねくれもんだからじゃないの？おめえに言われたかないんだよ。ソーマの力は人の思いで強くなっていく。そうですわね、フローラ姉様。さあ行こうかみんな。山を降りて北の雪原を越えたらノークインのはずだ。Eiskalter Hund. Okay, und alle sind wieder dabei. Beryl wa itta ga, bibiri de yowamushi no kuse ni, ijippari de akirame ga warui. Shinhara no yatsu to sokkuri ja. Soria, ano hito no mago da mono. Ja ga, shinpai nai. Beryl wa jibun no yowai spiriya to mukiau tsuyousa o motte oru. Soria...私の孫だもの。あんまり泣くな。せっかくの美人が台無しじゃぞ。そりゃ無理な話だよ。ほら、あの子が書き足していったこの絵を見て。はあ、はあ、これは新原か。ベルルまで一緒におるわい。ベリルめ、本当にいい絵を描くようになったもんじゃ。そりゃあんたの弟子だもの。ああ、みんなここにいるんだよ。死んだって離れてたって、思いはずっと一緒に。 Ein schönes Gemälde。 これで本当にサンドリオンを追う仲間が全員揃ったんだね。まあ正直なこと言や、揃って欲しくなかったやつもちらほら。お兄ちゃん、蹴っ飛ばすよ。なんてチームワークを乱す発言は禁止だぞ、てめえら。うん、その通りだよお兄ちゃん。俺、琥珀の本当の笑顔やっと見られた気がする。え、そうかな。でもね、シング、これはシングとみんなが取り戻してくれた笑顔だよ。みんな、ありがとう。Hey, alle Summe von Bindungen stärker. So, kommt noch was? Natürlich. ブランジの村、なんだか懐かしかったな。僕の故郷が懐かしい？シング来たことなんてないだろう？多分、俺のじいちゃんと。アラゴ師匠が似てたからかな。シングのおじいさんってどんな人だったの？うん、とにかく群れの大きい女の人に弱かった。確かにアラゴ師匠と似てるかも。師匠の女好きときたら完全にセクハラレベルだからね。でもベリル、師匠は大切にしてあげなよ。いなくなってから後悔するのってすごく辛いからさ。そうだね、師匠にもたまに手紙でも書くことにするよ。Ja, das beschreibt sein Opa anscheinend ziemlich gut. So, kommt noch was? Singu! Ja. 目をつぶって僕がどこにいるかわかる？ああ、ソーマリンクでわかるよ。斜め後ろでニコニコしてる。大当たり！琥珀もわかったよね。ソーマを通してベリルを感じるよ。バカ野郎、遊んでんじゃねえ。へっへん、僕が琥珀とシングにリンクして悔しいんでしょう。別に悔しくなんかねえよ。俺なんて昔は何度も琥珀のおねしょの身代わりになってやったんだぜ。罪を分かち合った兄弟の絆に比べりゃソーマリンクなんて大したことねえっての。そうでしたわね。私がおトイレに起きてって注意しても起きてくれなくて。ちょっと、お兄ちゃんもリチアも何千年前の話をしてるのよ。うん、俺たちだってすぐにリンクしてやるからな。なあ、クンツァイト。2000年ぶりにリチア様の笑顔を確認できた。これ以上の望みなどない。ごめんなさい、罪人の私に笑う資格などないのに。そんなことないよリチア。
Hisui und Kunzeit. Ich würde so lachen. Ja, mein Pinsel hat letzter wieder, weil seine Haare beschädigt sind. Ich will ja einen neuen kaufen, aber dazu fehlt mir das Geld. Was ist los, Beryl? Deine Haare sind beschädigt? Ja. Ich weiß, wie wichtig diese Dinge für Damen sind. Ich hole Kunzeit. Was? Für Mädchen? Ich verfüge über viele Funktionen, die beschädigtes Haar reparieren können. Ich kann Haare fachkundig schneiden, stylen und waschen. Welchen Dienst möchtest du heute in Anspruch nehmen? Schneiden? Waschen? Soll die Haare... Willst du nicht die Haare machen? Du schienst so verärgert zu sein, dass sie beschädigt waren. Ich habe von den Haaren an meinem Pinsel gesprochen. Ups. Ich hätte wohl mich um meine Angelegenheit kümmern sollen. Ja, Kor. Lass doch mal immer dieser neugierig spionierende Stalker-Typ zu sein. Verdammt, ich bin der neugierig spionierende Stalker-Typ. Andererseits ist Kors besorgt, um seine Freunde wirklich einer seiner besten Charakterzüge. Korrekt. Hast du dich jetzt entschlossen, einer meiner Schönheitsfunktionen in Anspruch zu nehmen? Nein, danke. Jetzt, da wir da sind. So viel passiert, dass ich total vergessen habe. Jetzt, wo wir alle zusammen sind, sollten wir Tekt aufsuchen. Bin mir sicher, dass er sich Sorgen um uns macht. Tekt, Tekt, Tekt? Wer war das nochmal? Mann, was soll ich sie bloß fragen? Hast du Lust, mit mir bei der Irrlichtquelle zu spielen? Ich will es mit einem Spaziergang bei der Irrlichtquelle. Hey, wer jetzt erst bei der Irrlichtquelle ist? Das hört sich voll, einfach voll doof an. Magst du dir die Irrlichtquelle mit mir ansehen? Hey, nicht langsam, wir werden kleiner. Wir können nicht wegen dir anhalten. Wartet, anhalten! So much stuff. Wie ist denn deine Heimatstadt so? Du kannst dir bald selbst angucken. Sie liegt am Fuße des Berges, nördlich hinter dem Schneefeld. Gehen wir. Okay, ich glaube, jetzt habe ich alle durch. So, ich werde hier in diesem Bereich vor Blancheville ein kleines bisschen trainieren, denke ich mal. Weil der Kampf hat mir doch gezeigt, dass ich... Ich kann auch direkt eigentlich drauf speichern. Dass ich... Vielleicht ein bisschen unterlevelt war? Vielleicht, ich werde auf jeden Fall so weit trainieren, dass ich mir für allen die beste Ausrüstung mal zumindest holen kann. Und ich gucke mal, dass ich vielleicht ein paar Level-Ups mache. Ich schau mal. Ich weiß noch nicht genau, wie viel ich machen möchte. Aber ich denke mal, so ein paar Level-Ups sollten da schon mit drin sein. Dann seht ihr beim nächsten Mal, was dann daraus geworden ist. Das war's auf jeden Fall von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.